also gewisse Teile aus dem Licht, Sonnenlicht nehme ich an, rausgefiltert und man kann dann über, wenn man den Winkel weiß und so weiter, feststellen, welche chemischen Stoffe das bewirken. Und so könnte man nämlich, wenn ich das richtig verstehe, eindeutig nachweisen, in diesem Kondensstreifen, nennen wir es wieder Kondensstreifen, ist kein Problem, sind es halt keine Chemtrails, sondern Kondensstreifen, die über Tage hinweg das Klima verändern. In diesem Kondensstreifen also befinden sich jene und jene Stoffe. Und das sollte man jetzt wirklich endlich machen, finde ich. Ja, ja? Also wenn man Zugang hat zu solche Möglichkeit, ich möchte das fürs Leben gerne. Ja, ich meine, jeder, der das jetzt anzweifelt, keine Ahnung, lasst also ein paar tausend Euro springen oder ein paar zehntausend und untersucht das. Boden zu prüfen oder wenn das runterfliegt, aber da oben zu prüfen, am liebsten möchte ich dann beim Flugzeug dann Fenster aufmachen und Röhrchen raushalten oder irgendwas. Ja. Das kann ich leider nicht. Ja, das ist halt in 10.000 Meter Höhe ein Zerratsam. Das Problem ist, oder die Herrschaften, die dieses Zeug oder da über unsere Köpfe streuen, die haben nichts Interesse, uns da zu helfen, rauszufinden, was das alles ist. Offensichtlich. Wieder etwas spekulativer. Du hast auch den habe ich auch von diesem Artikel aus verlinkt und auf das auf Renzi, auf der Seite von Jeff Renzi erschienen. What Chemtrails Really Are. Und da geht es also in die Richtung, die Verbindung HARP Chemtrails. Also HARP ist dieser ionosphärische Aufheizer, da steht einer in Alaska. Es gibt aber, glaube ich, drei große auf der Welt, die Russen haben auch einen. Und da wird also die Ionosphäre mittels sogenannter Elfwellen stimuliert, etc. Gibt es auch eigene Sendungen drüber, einfach im Archiv suchen. Und das geht umso, und wenn man jetzt also diese Atmosphäre mit diesem Aluminium zum Beispiel anreichert, dann mutmaßen viele. Solche Vermittlung, also solche Übertragungen zu machen, oder? Ja, wie schaut denn da der Zusammenhang aus? Hast du da ein bisschen was herausgefunden? Ich bin kein Physiker, aber ich habe mich schon damit befasst, oder? Weil dieses HARP-Thema, das befasst, also mit diesem Thema befasse ich mich schon sehr, sehr lange, weil der Nick Begich, den habe ich mal einen Vortrag erlebt in Amerika, das ist einer der Erste, der über dieses ganze HARP-Problematik da die Welt informierte, was da läuft. Ganz interessanter Mann, Nick Begich. Aus Alaska, passend, und hat sich auch mit Bewusstseinskontrolle und auch mit Chemtrails beschäftigt, aber vor allem auch mit HARP. Ja? Genau. Und eben, was dieses HARP alles kann, das kann man alles entweder in deiner Sendung oder auf dem Internet nachschauen, aber das hat mit Frequenzeinstrahlungen zu tun, oder? Und wenn man diese Partikel fixieren kann auf einer gewissen Höhe, könnte das auch benutzt werden zu unredlichen Zwecken, sagen wir mal so. Weil man kann dann auch das Hirn des Menschen beeinflussen. Ja, ja. Da plane ich übrigens eine Sendung drüber. Das ist ja wieder so ein Albtraum-Thema. Das ist eine ganz fürchterliche Geschichte. Oh Gott. Ja, aber und wie gesagt, ich meine, ein anderes Thema, für was brauchen wir so viele Nahtzellantennen, oder? Und ob diese Dinge auch nicht das mit so viel eventuell was? Für sowas dann gebraucht werden, weiß Gott. So, für so viele was? Nahtzellantenne, also wie sagt man, diese Mobilfunk. Mobilfunk. Ah ja, also das frage ich mich schon seit Jahren. Aber okay, es müssen halt, was weiß ich. HARP. Es kann da durchaus einen Zusammenhang geben und vor allem auch, wie wir heute schon gesagt haben, die sogenannten Düppel, mit denen man uns da bedüppelt, die also vom Militär verwendet werden, wo man auch sagt, es sind zwar irgendwie Metalle, die da ausgebracht werden oder weiß der Teufel was, aber man hält das alles für völlig unbedenklich, klar. Ja, andererseits also im Krieg. Aluminium, mein Gott, weiß heute jeder, dass das also einer der Verursacher ist von Alzheimer-Krankheiten. Oh ja, genau. Nimmt ja auch zu, ne? Ja, nimmt ja zu. Okay, also um jetzt nicht alle völlig zu deprimieren. Ich meine, es gab in Graz, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, unlängst eine Chemtrails-Plakataktion. Da hat einfach jemand ein Plakat gemacht. Das ist ja toll. Habe ich da leider nicht zukommen lassen. Hat einfach das selber bezahlt. Chemtrails, schauen Sie in den Himmel oder informieren Sie sich im Internet. Ich habe da auch Fotos. Bei mir in den News findest super, du das. Wenn ich das machen könnte. Oh ja, aber brauchst du nur bei mir in den News schauen. Super. Einfach dann im Archiv. Ich das da runter, das ist ja total. Unter Old News, ich kann es da schicken. Jedenfalls ganz großartig. Nur, es hat schon ein paar Leute dazu bewegt, vielleicht in den Himmel zu schauen, aber was kann man da jetzt tun? Wie kann man sich schützen? Also kann nur so sagen, man kann das tun, was ich tue, auch aufs Risiko hin, dass man sich lächerlich macht,
wenn jemand Kontakt hat zu Behörden, mit Behörden sprechen, mit Vertreter von der Regierung, wenn sie sie kennen, Interviews geben, irgendwas, Informationen sammeln, Fotos machen, egal was man dann macht, in seinem, was einem in seiner Möglichkeit steht. Als Pressechef habe ich jetzt das Glück, dass ich Zugang habe zur Presse und gewisse Sachen reingeschmuggelt werden können, und das, somit kann man natürlich sehr viele Leute darauf aufmerksam machen. Und wenn man so jemand ist wie du, der das Glück hat, eine Radiostation damit zu betreiben, das ist natürlich noch toller. Aber es können auch Leute im ganz kleinen Rahmen was machen, oder indem man Fotos macht, Material sammelt. Immer wenn diese Spreierei ist, die Zeit notieren, das Datum notieren, wo habe ich das gemacht, wenn diese Irisationen am Himmel, um das klar auszudrücken, was das sind so regenbogenartige Farben am Himmel sind, nach diesen Spreiaktionen auch Fotos machen, notieren, irgendwie so ein Bordheft betreiben, und wenn man dann genügend Sachen zusammen hat, mit anderen sich treffen, das austauschen und dann zu seinem regionalen Vertreter gehen und sagen, so, da habe ich jetzt das und das und das und ich möchte und ich verlange, dass sie jetzt dieser Geschichte nachgehen. Gibt's in deinem, also du beschäftigst dich schon sehr lange damit, und du kennst auch viele Leute, die das auch tun. Gibt es da irgendeine alternative Erklärung, warum sich Kondensstreifen so verhalten, wie sie es tun, außer dass da irgendwelche anderen Substanzen beigemischt sind? Gibt es da andere Erklärungen, die du für plausibel halten würdest? Also, die Standarderklärung, die immer gegeben wird, ist Außentemperatur, Windverhältnisse, Feuchtigkeitsgehalt der Luft und so weiter und so fort. Aber ich meine, das fällt alles sehr schnell um, diese ganze Geschichte, weil das ist einfach nicht so. Jetzt habe ich keine alternative Erklärung dafür, dass man schachbrechtartig über der Stadt Bern fliegt, die kaum einen Flughafen hat. Ich meine, ja, das ist, ja, also wenn man dann alles zusammennimmt. Wenn man die Fakten sieht, dass, also ich mache einen Aufruf, soll sich doch mal jemand bei uns melden, bei dir, bei uns, bei anderen, und mal eine Gegenerklärung heben, die Hand und Füße hat. Aber ja, das bitte, hat ja. Keine bekommen. Ja, auf das warte. Ich warte auf irgendjemanden, der mir erklärt, warum jetzt auf einmal Kondensstreifen Wolken erzeugen sollen, die über Tage das Wetter verändern. Warum das jetzt auf einmal so ist? Und warum man dagegen nichts... Und wenn Flugzeuge auf einmal immer im U-Format hin und her fliegen. Naja, das ist ja sowieso... Okay, also ich meine, und dann gibt es natürlich, ich meine, da gibt es Fotos im Netz noch und Löcher, und die sind nicht gefälscht, die sind einfach Fotos. Nein, von die wie der Himmel gefälscht. Ausgesehen. Ja, hast du von damals eigentlich Fotos? Ich habe gemacht, die ist auch nicht gefälscht, ich kann das nicht fälschen, ich bin kein Filmexperte. Du hast ja damals Fotos gemacht, als du das über Bären war. Kannst du mir vielleicht da auch einmal eins zuschicken? Ja, ich habe noch viele, ich habe noch tonnenweise Fotos. Ja, vielleicht einmal eins, so ein wirklich drastisches, was du selbst dein Schachbrett da aufgenommen hast. Nur rausholen, weil ich habe das noch auf einem anderen Laptop und muss das da auch. Ja gut, dann tue ich das. Aber ich habe tonnenweise Fotos gemacht und Filme, und das Beste war eben, wie gesagt, auf der Rigi, weil da, also das war ja so typisch, also typischer kann man es nicht mehr zeigen. Ja, na, vielleicht fliegst du noch so ein, zwei von diesen, aber ich habe schon so viele Aufnahmen gekriegt, und ich sehe es ja. Und wie gesagt, wenn du solche Sachen in die Öffentlichkeit trägst, wie du jetzt das machst oder ich das gemacht habe, ich habe so viel Post von Menschen bekommen, Fotos, die Leute mir zugeschickt haben, alles, Reaktionen, wir sind froh, dass wir ernst genommen werden, endlich sagt jemand was, als ich das erwähnt habe, wurde ich nur ausgelacht. Oder desto mehr haben wir dann, können wir dann Druck machen auf gewisse Stellen. Ja, aber was mich dann auch immer so ärgert bei solchen Dingen ist, die Leute werden natürlich extrem verunsichert, und natürlich bildet man sich dann, dann ist wirklich für fast jeder Kondensstreifen ein Chemtrail. Ja, also man bauscht es natürlich auf, und das wird dann aber wieder gegen diese Leute verwendet, wenn sie sich dann einmal hinreißen lassen und vielleicht einmal einen Kondensstreifen als Chemtrail bezeichnen. Ja, der Übergang ist vielleicht sogar... Keine Ahnung, ja gut, fließen. Aber ich meine, das ist aber ja die Taktik, dass man die Leute dann verunsichert und als dumm hinstellt, weil wenn dann mal einer ein Foto einschickt, wo wirklich ein Kondensstreifen ist. Ja, von einem Foto kann man das auch nicht wirklich, beurteilen. Aber das Problem ist ganz einfach, es kommen einfach keine vernünftigen Informationen raus, die wirklich alles das erklären, von dem wir heute gesprochen haben. Ja, das in den letzten drei Sendungen. Und deshalb
Aber wenn was geheim ist, Spekulationen. Von wem soll denn eine offizielle Erklärung kommen? Ja, Catch 22. Oder wenn ich was geheim halten will, ich meine, du weißt ja über die ganze UFO-Geschichte, oder? Seit 60 Jahren wird das verleugnet. Alle Leute, die das kennen, sogar oder sehr viel erlebt haben, werden als Spinne hingestellt, nee, und so weiter. Aber was interessant ist, dass mittlerweile in Amerika 70% der Leute an UFOs glauben. Naja, sicher, wenn Leute wie Edgar Mitchell das so gesprochen haben. Okay, wir sind, Christina, wir sind am Ende der Sendung. Ja.